Was ist in Forza Motorsport denn neu? Was macht es anders als der Vorgänger? Und die wichtigste Frage, wie funktioniert der Progress und das Balancing? Nachdem wir uns eingängig mit dem Spiel beschäftigen durften, liefern wir euch in diesem Video zu all diesen Fragen die passende Antwort. Und mehr noch, bleibt bis zum Ende dran und erfahrt alles, wie und warum auch euch Forza Motorsport abholen wird. Um euch direkt zu beruhigen, ja, ihr habt das Zeug zum großen Racing-Star. Denn Forza Motorsport lädt alle dazu ein, die einmalige Faszination des Rennsports so nah wie möglich zu erleben. Also ohne das Haus verlassen zu müssen. Dabei spielt es noch nicht mal wirklich eine Rolle, ob ihr zuvor schon ein Rennspiel in der Hand hattet. Die globalen Voreinstellungen der Fahrhilfen legen jederzeit genau fest, welcher Aspekt des Fahrens unterstützt werden soll und vor allem auch wie stark. Da diese Einstellungen keinen Einfluss auf die Höhe eurer Belohnungen haben, könnt ihr ganz unbeschwert und vor allem so exakt wie nötig alle Vorkehrungen treffen. So erhaltet ihr ein maximal unterhaltsames Spielerlebnis, das individuell auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das ist ja dann viel zu leicht! Von wegen. Die eigentliche Schwierigkeit wählt ihr nämlich bei jedem Cup selbst aus und die Einstellungen, die ihr hier vornehmt, wirken sich auch auf die Belohnungen aus. So bestimmt ihr einerseits, wie gut die konkurrierenden Driver Tare fahren und andererseits, wie nah an einer Simulation die physikalischen Gesetze sind. Kurzum bedeutet das, hier könnt ihr einstellen, ob ihr gegen eine Gruppe Noobs fahrt, während ihr euch keine Sorgen um Dinge wie Benzin, Reifenabtrieb oder Blechschäden machen müsst. Oder ihr entscheidet euch dafür, gegen die Elite der Rennlandschaft anzutreten, während jede kleine Beule ernste und vor allem schwerwiegende Schäden an eurem Auto verursachen kann. Und glaubt uns, im ersten Gang gewinnt ihr sicher kein Rennen. Diese Freiheit, selbst entscheiden zu können, wie schwierig das Spiel ist und trotzdem die volle Kontrolle über Fahrhilfen zu behalten, ist einfach großartig. Und warum es so wichtig ist, merkt ihr bereits nach wenigen Rennen. In Forza Motorsport steht der Rennspaß im Mittelpunkt. Jede Mechanik und jede Designentscheidung im Spiel zahlen genau darauf ein. Eine absolut elementare Mechanik ist daher die Art, wie euer Fortschritt im Spiel funktioniert. Hier steckt quasi der Grundstein für den Spaß. Dazu müsst ihr wissen, dass ihr vor jedem Rennen erst einmal Trainingsrunden absolviert. Bei Multiplayer-Rennen sowie bestimmten Veranstaltungen sogar zusätzliche Qualifyings. Das bedeutet unterm Strich, ihr fahrt auch außerhalb der Rennen sehr viel auf den Strecken. Damit findet ihr heraus, ob ihr die passende Reifenmischung verwendet, die richtige Menge Treibstoff getankt habt und ob sich möglicherweise im umfangreichen Tuning ein paar Änderungen anbieten. Und hier kommt die wohl beste Nachricht. Sobald eure Reifen die Strecke berühren, levelt ihr das gerade genutzte Fahrzeug im Grunde schon hoch. Egal ob Rennveranstaltungen, Training, freies Rennen oder Qualifying. Ihr erhaltet Erfahrung für absolvierte Streckenabschnitte für euer Auto und schaltet so neue Teile frei, die ihr dann installieren könnt, um die Werte zu verbessern. Das mag sich im ersten Moment nach einer marginalen Änderung anhören, doch bedeutet es für euch, dass ihr euch nie darüber Gedanken machen müsst, ob ihr gerade eure Zeit im Spiel sinnvoll investiert. Auf diese Weise könnt ihr euch auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Ihr lernt einzelne Streckenabschnitte, nehmt kleine Änderungen in den Tuning-Optionen vor und geht so noch besser vorbereitet in die wirklich wichtigen Rennen. Zusammen mit den für euch idealen Fahrhilfen und Schwierigkeitssettings zeigt ihr, dass ihr an die Spitze gehört. Vielleicht traut ihr euch ja, eine Platzwette einzugehen und beweist, dass ihr euch selbst vom letzten Platz auf den ersten vorkämpfen könnt. Immerhin macht ihr euch so schick auf dem Siegertreppchen. Und euer Auto erst. Apropos. Ein Großteil des Spaßes in Forza Motorsport besteht natürlich im Sammeln der zum Launch über 500 vorhandenen Autos. Habt ihr die bereits erwähnten Schwierigkeitssettings so gewählt, dass ihr regelmäßig auf den vorderen Plätzen landet, füllen sich eure Kassen mit Sicherheit im Reifendrehen. Sorry, der musste sein. Selbst wenn ihr nicht an der Spitze landet, bekommt ihr Belohnungen fürs Dabeisein und möglicherweise sogar fürs Sauberfahren. Anschließend heißt es, Shopping! Wie auch im gesamten Spiel macht sich der dezente und minimalistische Stil auch im Carshop richtig gut. Hier könnt ihr nach Lust und Laune aus dem riesigen Katalog wählen und dank diverser Filter schnell das passende Auto finden. Und da dürfen natürlich auch nicht die genialen Custom Designs der Community fehlen, die bei Forza eine echt wichtige Tradition sind. Mögt ihr also Autos, seht euch aber eher in der Lackiererei als auf der Strecke, wartet ein umfangreicher kreativer Baukasten auf euch. Und wir sind natürlich mal wieder mega gespannt,
gespannt, welche fantastischen Kreationen die Community auf die glänzenden Oberflächen zaubert. Was ist eigentlich euer Lieblingsauto? Und in welche Farbe werdet ihr es als erstes lackieren? Verratet es uns doch in den Kommentaren. Ich glaube, wenn, dann würde ich voll gern so ein Porsche Taycan Turbo S nehmen. Aber so ein Aston Martin sieht auch gut aus. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Es sind einfach viel zu viele gute Autos. Ein Aspekt, der uns an Forza Motorsport einfach unheimlich gut gefällt, ist die Eleganz. Und ja, natürlich funktioniert so eine schlichte und trotzdem bestechende Optik nur, wenn alles so crisp und flüssig ist. Und holy liqui moly, das ist es. Wenn uns nicht bei schallerndem Puls und adrenalingeschwellten Adern die Tränen in den Augenwinkeln hängen, weil wir davon unfassbar realitätsnahen Lichtgegebenheiten fasziniert sind, stehen wir da und verlieren uns in den hochaufgelösten Spiegelungen in der Lackierung unseres Autos. Showroom. Einfach Liebe. Das Schöne ist, dass diese elegante und minimalistische Präsentation auch funktional ist. Jede Aktivität im Spiel liegt nämlich stets nur ein paar Button-Presses entfernt. Und auch wenn es nicht direkt den Anschein hat, ist in den Menüs einiges los. Eure Rennkarriere im Spiel besteht aus Cups, die ihr nach und nach freischaltet. Doch euch stehen auch Cups zur Verfügung, die zeitlich begrenzt sind und immer wieder durch neue ersetzt werden. Hier ist kein Ende in Sicht und so wie mit der Zeit neue Autos kommen, werden auch immer wieder neue Veranstaltungen für neue Herausforderungen sorgen. So fühlt sich Forza Motorsport trotz seiner eher funktionalen Optik jederzeit unheimlich lebendig an. Das werdet ihr auch feststellen, wenn ihr euch für ein Rennen anmeldet. Je nach Multiplayer-Kategorie beginnt alle 20 oder 30 Minuten ein neues Event. Bis dieses startet, habt ihr nicht nur Zeit, euch anzumelden, sondern auch für die Vorbereitung. In der Zeit, bis das richtige Rennen startet, habt ihr die Möglichkeit, so viele Trainingsrunden zu absolvieren, wie ihr eben schafft. Fühlt ihr euch sicher, solltet ihr zwischendurch 3 Runden für eure Positionierung fahren. Diese Runden sind super, um nachvollziehen zu können, ob ihr zu viel oder zu wenig Treibstoff mitnehmt und wie sich die Gewichtsveränderungen auf die gewählte Reifenmischung auswirken. Auch hier gilt, ihr bewegt euch, also levelt ihr. Und es macht einfach Spaß. Ihr legt Forza ein, startet eine Aktivität, auf die ihr Lust habt und drückt das Gaspedal durch und ihr habt einfach Spaß. Ihr entscheidet, wo ihr fahren wollt, womit ihr fahren wollt und wo ihr an euren Fahrkünsten fallen möchtet. Und der Progress kommt dann einfach von ganz allein. Brumm, brumm, brumm. Wisst ihr, was ihr auch macht? Hier kräftig rein abonnieren, damit ihr künftig keine solchen schicken Videos verpasst. Mega Idee. Oder? Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Forza Motorsport. Hat euch das Video gefallen? Zeigt es uns doch auch mit einem Like. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer online.